In Jesu habt ihr Frieden. Und Geschwister, Apostel Paulus sagt, er ist unser Friede. Und er ist der Friedenfürst, sagt der Prophet. Und allein in Jesu findet ein Mensch Frieden auf dieser Erde für alles, was ihn unruhig macht, was ihm schwer macht, das Leben. Er sorgt für ihn, er gibt ihm diesen innerlichen Frieden. Und über diesen Frieden, Geschwister, gibt es nichts im Leben. Wir haben ein Wort gehört aus 1. Korinther 9 über einen Lauf. Und ich möchte heute Morgen, Geschwister, über einen Gedanken sprechen, über den Lebenslauf der Kinder Gottes. Nur nicht über so einen Lebenslauf, wie wir heute schreiben, wenn wir irgendwo uns bewerben. Es ist ein anderer Lebenslauf. Aber der Lauf des Kindes Gottes in unserem alltäglichen Leben, in unserem Leben von Anfang bis zum Ende, bis ein Mensch nicht mehr kann, bis er einmal vor Gott steht. Und ich lese uns noch dazu ein kurzes Bibelwort aus Philipper 3, 2 Vers. Philipper 3, Vers 13 und 14. Philipper 3, Vers 13 und 14. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich euch. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, das da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu. Hier schreibt der Apostel Paulus auch von einem Lauf und sogar von einem Jagen. Und Geschwister, es ist so, dass wirklich wir als Menschen leben in dieser Zeit und jeder Mensch eigentlich hat einen Sinn des Lebens, sein Leben. Er hat ein Ziel im Leben. Und wir merken es, dass Menschen, wo Gott nicht dienen, sie haben auch Ziele und sie erreichen sie. Aber es ist alles für dieses zeitliche Leben, ist alles für das Vergängliche. Aber für das ewige Leben ein Ziel zu haben, ist über alles, ja. Und darum sagt Apostel Paulus, ja, ich jage, ich laufe, ich gehe, ich strecke mich aus, um das Kleinod erhalten. Um dieses Kleinod, Geschwister, geht es heute Morgen auch, ja. Wir möchten am Leben des Apostel Paulus betrachten manches, wie er gelaufen ist, wie er gejagt hat, was er im Leben eigentlich ihm geholfen hat zu diesem Jagen, zu diesem Laufen, was ihn gestört hat und möchten betrachten sein Leben auch vor dem, wo er unbekehrt war, ist er auch gelaufen, hat auch ein Ziel gehabt. Und welches? Und wenn wir so betrachten, Apostel Paulus, er hat sich bekehrt ungefähr gleich nach der Ermordung des Stephanus, wo Stephanus gestorben ist, das war ungefähr 33 nach Christus, hat sich Apostel Paulus bekehrt. Und wo er den Brief geschrieben hat zu den Korinther, war Paulus ungefähr 50 Jahre alt. Dann merken wir, dass er ungefähr hat schon etwas hinter sich gehabt, wo er den Brief schrieb nach den Korinther. Es war ein Leben, wo verbunden ist mit viel Empörung. Er hat viel erlebt, denn wie man sagt, in der Zeit, bei der Brief von seiner Bekehrung, bis er den Brief geschrieben hat, und er hat ihn geschrieben aus Ephesus, den Korinther, und dann merken wir, dass Paulus hat gesprochen zu ihnen und schreibt ihnen von einem Lauf, ja, und zeigt ihnen, dass Menschen laufen auch im Leben und vergleicht es, ja. Wir haben gelesen, dass sie laufen in einer Bahn und einer von ihnen erreicht das Ziel, den Preis. Andere bleiben zurück. Und dann sagt Paulus, ich laufe aber, in Korinther 9, nicht als aufs Ungewisse. Mein Lauf hat ein Ziel, ein Streben. Ich möchte erreichen etwas. Und er sagte, ich fechte also, dass ich nicht in die Luft streiche, nicht einfach so wie alle anderen,
sondern ich betäube meinen Leib, ich zähme ihn, mein eigenes Ich, ich mache es zugrunde, ich mache es einfach, betäube es, dass es nicht in mir redet und strecke mich zu dem, das da vorne ist, ja. Dass ich nicht andere predige und selbst vergeblich laufe. Und so ist es, Geschwister, in unserem Leben. Wenn wir Gott dienen, das ist eine Predigt für Menschen. Und wenn wir leben so, als es eine Predigt ist, dann hilft sie uns und hilft auch Menschen, als dass wir nicht vergeblich laufen. Und da hat Paulus geschrieben diesen Brief. Denn Philipper hat den Brief später geschrieben. Und er hat ihn geschrieben aus seiner Gefangenschaft schon. Da war er älter, schon 60 Jahre ungefähr. Und er schreibt ihn jetzt auch von einem Jagen in Philipper 3 und sagt, ich vergesse, was dahinten ist. Und Geschwister, wenn wir denken, was es meint, wenn Paulus sagt, ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich zu dem, das da vorne ist. Und das ist, Geschwister, das Leben oder das Ziel eines Kindes Gottes. Ich strecke mich zu dem, das da vorne ist, ja, was Gott mir gesteckt hat, ein Ziel, ja, und jage. Nicht einfach laufe, sondern ich jage. Und Geschwister, ein Jagen bedeutet etwas anderes, etwas mehr. Und nach was jagt er? Nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem kleinen Not. Wenn wir denken, Geschwister, was Apostel Paulus bewegt hat zu diesem Jagen. Er hat gewusst, am Ende wird er die Krone sein. Nicht am Anfang, am Ende. Und darum jagt er, ja. Es hält mir vor, die himmlische Berufung Christi. Ja. Christus hat mir bereitet eine Krone. Ja. Auf einem anderen Platz sagt er, nicht mir allein, sondern alle denen, die ihn lieben. Ja. Und diese Krone möchte er erreichen und dann jagt er. Und Geschwister, etwas jagen ist etwas Besonderes. Und Paulus schrieb den Brief, wo er manches durchgemacht hat. Ja. Und er sagt, ich vergesse es. Wenn wir denken, Geschwister, was es bedeutet hat für den Paulus, ich vergesse, was ich in den Jahren von meiner Bekehrung bis jetzt durchgemacht habe. Natürlich meint er auch, ich vergesse, was ich getan habe vor meiner Bekehrung. Aber hier meint er, ich vergesse es, ja, dass ich geplagt war, ich komme noch auf das, dass ich einfach dahin gelebt, mein Leben dahin gegeben habe, um das Ziel zu erreichen. Und das, Geschwister, bedeutet viel für uns. Oft vergessen wir nicht und denken, ich bin ein armer Mensch, ja. Ich bin geplagt und wir haben mit uns Mitleid. Aber Paulus sagt, ich vergesse es. Das ist mein Teil. Christus hat auch gelitten, ja. Er ist ans Kreuz gegangen und sagte, ich vergesse es. Und wir möchten mal betrachten, Paulus, wie er war vor seiner Bekehrung. Und sagt es nicht viel von Paulus, wie er war, was er getan hat. Nur drei Bibelstellen finden wir von ihm, was von ihm bezeugt. Apostelgeschichte 7, möchten wir mal aufschlagen. Apostelgeschichte 7 sagt uns im Vers 57, der letzte Vers. Und die Zeugen legen ihre Kleider ab zu den Füßen eines Jünglings, der hieß Saulus. Es war die erste Begegnung, was wir haben in der Schrift mit Paulus. Er sagt, wo Stephanus gesteinigt war, und es war so, die wo Steine geworfen haben, sie haben ihre Kleider abgezogen, hingelegt, und Saulus, ein Jüngling, hat die Kleider aufbewahrt. Und dann Apostelgeschichte 8, gleich Vers 1 und bis 3. Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber zu der Zeit eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samaria außer den Aposteln. Es bestattete aber Johannes gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber verstärkte die Gemeinde, ging hin und her in die Häuser und zog hervor Männer und Frauen und überantwortete sie ins Gefängnis. Ein Bericht von Paul, vom Saulus. Er ist auch gegangen, gelaufen, aber er ist gelaufen um Verfolgung.
Er hat auch Fleiß angewendet. Und wenn wir denken, er hat geeifert, und wenn ein Mensch in einem Eifer ist, dann geht er. Dann schaut er auf nichts. Und so hat Paulus die Gemeinde verstärkt. Er hat alles angewendet. Er hat gemeint, er tut Gott einen Gefallen. Machen wir ein bisschen weiter. Apostelgeschichte 9, Vers 1 und 2. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wider die Jünger des Herrn und ging hin zum Hohepriester und bat ihn um Briefe gen Damaskus an die Schulen, auf dass er etliche dieses Weges fände, Männer und Weiber, er sie gebunden führte gen Jerusalem. Das ist auch ein Lauf, Geschwister. Er hat vorgenommen, bis nach Damaskus, ja, hin suchen, die wohl zerstreut waren, sie zurück nach Jerusalem bringen, vor das Gericht, ins Gefängnis, Männer und Frauen, wo Gott gedient haben. Das ist der Bericht von Paulus, sein Leben, und er sagt sehr viel. Wenn wir denken, was dazwischen war, ja, wie er verfolgt hat, bis in den Tod, wie er geäufert, er ist auch gelaufen. Er hat ein Ziel gehabt. Ja. So war Paulus sein Leben bis auf seine Bekehrung. Aber wie war Paulus in der Zeit, wo er sich bekehrt hat, wo er einfach wiedergeboren ist, bis er diesen Philipperbrief geschrieben hat? Was war dazwischen? Und da war sehr viel, Geschwister. Sehr viel, ja. Es waren ungefähr 30 Jahre, wo er gewirkt hat für Gott. Und er hat sein ganzes Leben gewidmet dem Werk Gottes. Er ist gegangen. Er hat Christus genommen, vorgenommen, Christus zu tragen in die Heideländer, Griechenland, Syrien, ja, in Kleinasien. Und er hat gepredigt und gekreuzigte Jesus. Das war jetzt sein Ziel. Das war sein Lebenslauf. Er ist gelaufen und hat Mächte, das, was er versäumt hat, hat er Mächte jetzt erstatten, an dem etwas für Christus zu tun. Das war der Sinn seines Lebens. Das war sein Ziel. Das war seine Lebensbahn, ja. Und er ist gelaufen. Er ist gegangen. Nicht nur gelaufen, sondern gejagt hat er, ja. Und er hat Geschwister so gearbeitet, dass er die Hetze der Heidenvölker gewonnen hat für Jesus. Und wenn wir lesen Apostelgeschichte, die Briefe, dann merken wir, was es Paulus gekostet hat. Ja. Verfolgung, Not, Steinigung, Schiffbruch, ja. Drohen und Morden, Flüchtlings. Er hat geflüchtet, er hat gelaufen von einem Platz auf das andere und immer wieder hat er gepredigt. Immer wieder hat er gewirkt. Es war das Ziel seines Lebens, es war seine Laufbahn. Und in dieser Laufbahn hat er verzichtet, seinen Leib betäubt. Er hat verzichtet auf ein Familienleben. Er hat verzichtet auf einen bestimmten Ort, wo er einfach zu Hause war vielleicht. Er war unterwegs. Und heute Morgen, wenn wir gelesen haben, zu Hause von Jesus, wo er gelaufen ist, Jesus mit seinen Jüngern, zurück zu Fuß. Ja. Sie sind zu Fuß gewandert. Müde, sagt es, er war müde, Jesus hat sich gesetzt auf den Brunnen Jakob. Nicht weniger Paulus mit seinen Mitarbeitern. Oft zu Fuß, oft Schiff lesen wir. Und was sie gelitten haben, Geschwister. Es hat sie gekostet, Spott und Hohn. Ein Auszug lesen wir mal in 2. Korinther 11. Ist uns alle sehr bekannt. 2. Korinther 11. Ich lese von Vers 23. 2. Korinther 11, ab Vers 23. Sie sind Christi Diener. Ich rede töricht. Ich bin's wohl mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin öfter gefangen, oft in Todesnähten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche, weniger 1. Ich bin 3-mal gestäubt, 1-mal gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse und Gefahr durch Mörder, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern, was sehr schlimm ist, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen und Hunger und Durst, in viel Fasten,
Trost, Frost und Bläse, außer was sich sonst zuträgt, nämlich, dass ich täglich werde angelaufen und trage Sorge für alle Gemeinden. Das ist sein Leben jetzt. Bis auf diesen Zeitpunkt, wo er den Philipperbrief geschrieben hat und sagt, ich vergesse es. Und Geschwister, was bedeutet es, wenn ein Mensch sagt, wenn er es im Gefängnis war, Spott, Hohn, Gestein und sagt, ich vergesse es. Warum vergisst Paulus? Er hat ein Ziel gehabt. Wenn er das nicht vergisst, wenn er an das denkt, dann lässt er das Ziel aus dem Auge. Und darum sagt er, ich vergesse es. Natürlich, Geschwister, auch hat er vergessen, was er gegen Christus getan hat. Die Verfolgung, alles, hat er auch vergessen. Und mancher denkt vielleicht so, Geschwister, jetzt, wenn wir denken, so ein Mensch, wo Gott den viel durchgemacht hat, ich bin müde. Ich habe viel getan. Es reicht für mich. Es reicht für den Himmel. Ich bin einfach müde und matt. Ich setze mich und ruhe. Nicht so Paulus. Auch im Gefängnis hat er nicht geruht. Er hat gewusst, das Ziel habe ich noch nicht erreicht. Und darum hat er auch gewirkt und im Gefängnis geschrieben, dass ich vergesse es. Denk mal an Elia, wo er von Isabel geflohen ist, in die Nächte hat sich gesetzt, in erste Könige. Ganz kurz lesen wir es mal. 1. Könige 19, Vers 4. Ein Vers. 1. Könige 19, Vers 4. Und er ging hin in die Wüste, eine Tagereise, und kam hinein und setzte sich unter einen Wacholder und bat, dass seine Seele stirbe, und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser, denn meine Väter und so weiter. Er war müde. Können wir verstehen, ja. Und er hat sich gesetzt, lieber sterbe ich. Nicht so hat Paulus gedacht, Geschwister. Nicht so ist seine Einstellung gewesen. Er war in der Laufbahn noch. Er hat gewusst, das Ziel habe ich nicht erreicht. Und all die Triebsale, die wo ich leide, die vergehen, die muss ich vergessen, sonst erreiche ich das Ziel nicht. Und darum, Geschwister, oft ist der Sohn, wir werden auch manchmal müde und manche Umstände sprechen dafür, dass wir können sagen, es ist vielleicht umsonst, wie der Psalmist sagt, ja, ist das denn umsonst, dass ich jeden Tag geplagt bin, jeden Tag kommt mir vor, ja, ist das umsonst. Aber dann denkt der Psalmist auch anders, so wie Paulus, und sagt, ja, es ist nicht so. Und so hat Paulus, getrieben vom Heiligen Geist, diesen Gedanken geschrieben, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich zu dem, das da vorne ist, und ich jage. Ich jage. Er hat gewusst, das Kleinod ist das Ziel meines Lebens. Das muss ich erreichen, sonst ist mir der Himmel versperrt. Ja. Und darum möchte Gott helfen uns, dass wir nicht so denken manchmal, ja, ich bin müde, es reicht mir für den Himmel, was ich getan habe. Und ich setze mich jetzt einfach hin und diene einfach so Gott lässig und vergesse, dass ein Ziel vorne ist. Und wie schade ist es, Geschwister, wenn ein Mensch das ganze Leben läuft und am Ende müde wird und am Ziel vorbeigeht. Wie schade ist es dann und wie wird ein Mensch enttäuscht einmal und sagt, auch ich habe doch auch Gott gedient, ich habe auch gearbeitet, ich habe gejagt, ja, aber das Ziel nicht erreicht. Und Gott möchte helfen, Geschwister, dass wirklich Christus möchte uns helfen. Paulus hat alles vergessen. Er achtet sogar es für Schaden, Philipper 3, auch Vers 8, ja. Er vergisst es nicht alles, sondern für Schaden, was er getan hat vor seiner Bekehrung. Vers 8. Ich achte es alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Kot, auf das ich Christum gewinne. Vers 8. Philipper 3. Er möchte Christus gewinnen. Und da muss er das vergessen. Ja. Gott hat es ihm vergeben. Und was Gott vergeben hat, ist vergeben. Natürlich hat es Paulus, er kommt in manche Briefe, in zwei, und denkt an das, was er getan hat, dass er wirklich verfolgt hat, die Gemeinde bis aufs Äußerste. Aber er
denkt nicht so in dem Sinn, dass er jetzt einfach sich Sorge macht, sondern er weiß, es war so. Aber jetzt diesen Eifer, was ich damals gehabt habe, wo ich nach Damaskus bin, mit diesem Eifer gehe ich jetzt und jage nach dem Ziel. Ja? Und er sagt in Philipper, in dem gleichen Kapitel, im 10. Vers, wohin er streitet, wohin er jagt, was möchte er? Er sagt, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, auf dass ich seinem Tode ähnlich werde, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Das war sein Ziel. Das vergesse ich jetzt. Und jetzt gehe ich, ja. Ich möchte durch seine Kraft, was er mich schenkt, ja, möchte ihn erkennen. Jesus ist da verstanden, dieser Kraft, am Trafferstehung. Diese Kraft hat er mich erkennen, ja. Gott will diese Kraft geben. Und durch diese Kraft, Geschwister, ist er gejagt. Oder ist er gelaufen und hat gejagt. Genauso jedes Kind Gottes, Geschwister. Es ist nicht einfach im Leben gehen, diese Bahn und laufen, sondern es ist eine Anstrengung. Und da mich Gott helfe, Geschwister, dass wir das Bestreben haben, wie Apostel Paulus, ja. Und er möchte ähnlich sein, Christus. Christus ist auch gelaufen, Geschwister. Eine kurze Zeit, 3 Jahre lesen wir, sein Lebens sein Amt, wo er ausgeführt hat, ja. Und diesen Christus liebte Paulus. Er war ihm ein Vorbild, ja. Und er sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, Philipper 1, ja. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, Vers 21, Philipper 1, ja. Und sehen wir mal, will er auch dieses Leben, was Gott ihm geschenkt hat, seine Seele, was Gott seiner Seele geschenkt hat, dieses Leben will er tragen bis zum Ende. Und er war bereit, Geschwister, sein Leben aufzuopfern für die Gemeinde, für Menschen, die ohne Gott waren. Er hat gewusst, Gott hat ihm es aufs Herz gelegt. Und er ist bereit, den Kampf zu gehen. Und sein ganzes Leben war ein Kampfesleben. In 1. Korinther 9 haben wir betrachtet mal seine Bekehrung. Und er sagt so in 1. Korinther 9, Vers 27, wo wir gelesen haben, nicht seine Bekehrung, sein Lauf. Und er sagt, Vers 26, ich laufe, aber also, dass ich nicht aufs Ungewisse laufe. Und er hat gewusst, Geschwister, er ist gewiss sein seiner Berufung. Ja, er ist gewusst, was Gott ihm gegeben hat. Nicht zu Ungewisse. Ich fechte nicht, als ich in die Luft streiche. Nicht einfach so dahin lebe, wie viele Menschen leben. Sondern, sagt er, ich opfere mich ganz auf für Christus. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Paulus freut sich in seinen Leiden gerade. Sogar, ja. Er freut sich, dass er für Christus leiden darf, kann. Ja. Er hat gewusst, er hat viel Leid gebracht für die Gemeinde. Und jetzt ist er bereit zu leiden. Erstatten an meinem Leibe, was noch mangelt, an der Gemeinde. Er war bereit, alles zu tun. Und darum sage ich, Geschwister, er sagt uns, Paulus hat nicht mit sich gerechnet. Mit seinem Leib, mit seinem Leben. Er hat gerechnet mit Christus. Er hat gerechnet, dass Gott ihm ein Ziel gestellt hat und das muss er erreichen, ja. Er will leiden. In Kolosser 1, 24 spricht Apostel Paulus dafür. Ich will noch erstatten an meinem Leib, was mangelt an der Gemeinde. Kolosser 1, Vers 24. Und in aller Gefahr, Geschwister, während seiner Missionsarbeit, denkt Paulus nur an eines. Die Heidevölker gewinnen für Christus. Es war sein Ziel für dieses Leben. Für die Ewigkeit war das Ziel die Krone. Aber für dieses Leben hat er gewusst, Gott hat mir ein Ziel gestellt. Ja, ich muss das so tun. Und in Apostelgeschichte 21 schlagen wir mal auf. Apostelgeschichte 21.
sagt ein kleiner Auszug, wie Apostel Paulus hat eingestellt war, wo ihm Gefahr gedroht war. Apostelgeschichte 21, Vers 10 und 11. Und als wir mehrere Tage da blieben, reiste herab ein Prophet aus Judäa mit Namen Agabus und kam zu uns. Der nahm den Gürtel des Pauluses und band sich die Hände und Füße und sprach: Das sagt der Heilige Geist, den Mann, des der Gürtel ist, werden die Juden also binden zu Jerusalem und überantworten den Heiden in der Heide Händen. Als wir das solches hörten, baten wir und um denselben Ortes war, die da waren, dass er nicht hingehe nach Jerusalem. Sind gewarnt, Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Du wirst gebunden, dir geht's nicht gut. Paulus aber antwortete: Was macht ihr, dass ihr weinet und brechet mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben zu Jerusalem um des Namens willen des Herrn Jesu. So war sein Lebenslauf, ja. Er sagt, ich bin nicht nur bereit, mich binden zu lassen. Ich weiß, ich gehe nach Jerusalem. Es ist das Letzte, ich wurde dann gefangen. Aber ich gehe hin, ich bin bereit zu sterben. Er hat gewusst, ja, was ihm begegnet, aber er hat gewusst, das Ziel muss er erreichen. Wenn er absagt, jetzt nicht geht, dann hat er sein Leib nicht betäubt. Dann hat er seinem Leib Raum gegeben. Aber er betäubt ihn und sagt, ich gehe, ich lasse mich binden, ich bin bereit, ja. Und so ist er gelaufen, Geschwister. Nicht nur gelaufen, aber gejagt. Und in dem Jagen, Geschwister, hat er manches durchgemacht. Er hat den Apostel, er hat den Timotheus gewarnt und auch im Timotheus gezeigt, was dem jungen Timotheus vorkommt. Und hat ihm auch gezeigt von einem Jagen. 1. Timotheus 6. Vers 9 und bis 12. 1. Timotheus 6, ab Vers 9. Denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel töricht und schädliche Liste, welche versenken den Menschen ins Verderben und Verdammnis. Denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels, das hat etliche gelistet und sind vom Glauben irregegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Sie sind auch gelaufen. Aber sagt er so, aber du, Gottesmensch, fliehe solches. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Du aber meide es alles. Du aber jage. Du hast ein Ziel. Jage nach der Gottgerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glaube, der Liebe. Und das hat er dem Timotheus gesagt, weil Timotheus war jung. Ihm ist etwas vorgestanden noch, was er nicht gewusst hat. Und er warnt ihn, sagt, du Gottesmensch, nicht so wie alle anderen. Du geh diesen Weg, du jage nach etwas anderes. In 2. Timotheus, in 2. Timotheus 2, sagt Paulus zu ihm, Vers 22 und 23, fliehe die Liste der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit und dem Glaube, der Liebe, dem Frieden mit allen. Du aber so in 2. Timotheus 2, Vers 22, sagt er zu ihm, du jage, nicht wie anderen, sei bestrebt, wende allen Fleiß an, gehe diesen Weg, weiche nicht zurück, ja. Nimm kein Beispiel von anderen Menschen, sondern gehe. Paulus hat gewusst, was ihm begegnet. Er hat viel durchgemacht. Wir haben gehört, ja, dass er in der Zeit war schon ein erwachsener Mann, wo er geschrieben hat, diese Briefe, nach dem Korintherbrief und dem Philipperbrief. Ja. Er hat viel erlebt. Er hat gewusst, was es bedeutet, das Jagen. Und wir möchten noch eingehen, Geschwister. Was soll man beachten im Jagen nach dem Kleinod? Das betrifft uns heute. Wir alle laufen auch, Geschwister, auch einen Weg.
welcher von Menschen verlästert wird, welcher abgelehnt wird, welche Menschen sagen, ihr seid arme Menschen, ihr habt viel verloren. Aber zu diesen Weg zu gehen, um das Kleine zu behalten oder zu erhalten, brauchen wir doch was. Ich habe etwas mir aufgezeichnet, was wir brauchen. Das erste, Geschwister, was ist, das Ziel im Auge behalten. Sich nicht verführen lassen, sondern das Ziel behalten. Es ist das Ziel, welches Gott gestellt hat. Und Gott stellt ein Ziel, welches zu erreichen ist, welches nicht unmöglich ist. Gott lässt nicht etwas zu, was wir nicht erreichen können. Ja? Mancher Mensch sagt vielleicht, es ist zu hoch gestellt, ja? Es ist unmöglich. Die Jünger sagen auch zu Jesus, wer kann dann selig werden? Es ist doch unmöglich. Aber Jesus sagt, nicht bei Gott. Ja, bei Gott sind alle Dinge möglich. Aber hier einfach, dass wir sollen einfach in dem Lebenslauf, Geschwister, das Ziel behalten. Nüchtern sein, ja. Einfach geistliche Nüchternheit beweisen. Das Ziel ist gestellt, ich kann es erreichen, ich muss einfach jagen, ich muss gehen. Alles übertriebene, Geschwister, schadet im Laufen. Genauso wie Apostel Paulus schreibt in dem Korinther, ja, alles Nebensächliche muss beiseite sein. Ich betäube meinen Leib, ich schaue nicht nach rechts, nach links, sondern ich gehe, ja. Und wenn wir so laufen, Geschwister, und das Maß behalten, das ist auch wichtig. In dem Laufen nicht so eine, etwas übertrieben machen. Paulus hat nicht seinen Leib so betäubt, dass er einfach nicht mehr kenne, ja. Vielleicht sich niedergelegt, ich habe keine Kraft mehr, physische Kraft. Sondern er hat auch Ruhe gehabt, er hat auch Stunden der Gemeinschaft gehabt mit Gott, er hat gebetet, ja. Und so auch wir, Geschwister. Einfach das Maß halten. Und wenn ein Mensch das Maß nicht haltet, kann er diesen Lauf nicht gehen. Er muss wissen, ja, wie weit ihn Gott gebraucht, was Gott von ihm haben will, nicht von jedem gleich. Man soll in den Schranken bleiben, Geschwister, so wie den Schranken gestellt sind im Wettlauf, ja. Und wenn wir ein bisschen wissen, so vielleicht von der Schule noch, alle haben Sport gehabt, auf dem Stadion in der Schule war gezeichnet, ein Laufbahn, ganz genau, in dem Laufbahn laufe, ja, nicht nach rechts, nicht nach links, ja, sich einfach, Geschwister, was noch dazu kommt, das Gleichgewicht behalten. Nicht von einer Extremheit nach der anderen, sondern sollen wissen, ich muss doch erreichen das Ziel. Wenn ich jetzt übertreibe, wenn ich nicht gleich im Gleichgewicht bleibe, dann erreiche ich es nicht. Bruder Heinz schreibt in einer Predigt von dem Gleichgewicht, ja, dass wirklich ein Kind Gottes muss in alle Dinge Gleichgewicht haben. Und Bruder Krebs hat bei uns einmal gepredigt, das Maß halten, ja. Wie wichtig ist es, Geschwister, dass wir nicht übertreiben, sondern dass wir das Maß, was Gott gestellt hat, und Gott hat uns Grenze gestellt. Und das vergebliche Jagen, Geschwister, bringt nicht zu dem, dass ein Mensch erreicht das Kleinod. Ja, ein vergebliches Jagen ist eine Unterleiter oder ein, wie sagt man, er gewinnt nicht, ja. Er einfach verliert. Ja. So wie im natürlichen Wettlauf, ja. Wenn jemand übertreibt, er verliert, ja. Und so ist es im Geistlichen auch, Geschwister. Einfach nüchtern sein, das Maß halten, in den Schranken bleiben und laufen und jagen. Es bleibt so, Geschwister. Und das Nachjagen, Geschwister, brauchen wir Kraft und Geduld. Und diese Kraft können wir schöpfen von Gott. Und Geduld auch. Der Hebräerschreiber sagt, Geduld ist euch Not, auf dass ihr die Verheißung erlanget. Ja. Geduld ist euch Not, ja. Und wenn wir, Geschwister, Geduld ausüben in dem Jagen, das belohnt Gott. Und die Kraft, Geschwister, die verleiht Gott uns, ja. Um nicht müde werden, Geschwister, in Arten widerwärtige, was der Feind in den Weg legt, ja, uns im Lebenslauf. Und da der Feind ist ein Künstler. Er macht so manches sichtbaren Weg, legt
manches unsichtbar und da müssen wir nüchtern sein und wissen, was vom Feind ist, dass wir die Hindernisse aufräumen und gehen doch, ja. Manches kommt. Ich weiß, im Soldatendienst haben wir müssen oft laufen, 6 Kilometer, weil wir haben eine 6. Station gehabt im Urwald und da war ein Bahnlauf durch den Wald, durch Bäume, durch Hügel und Hehe und Niedrigkeit, 6 Kilometer. Und wenn da was war, hast du müssen klettern und das Ziel erreichen. Ja, während das Ziel nicht gekommen ist, der war bestraft manchmal und hat das nicht bekommen, hat man versucht, das Ziel erreichen, die 6 Kilometer. Ja. Und manche Hindernisse waren da. Und wenn jemand nicht geschickt war, er hat das Ziel nicht erreicht. Er war umgekippt und müde und der Körper hat das nicht ausgehalten. Aber Geschwister, die Hindernisse, was der Feind stellt, die sind oft unsichtbar. Und doch merken wir, dass der Feind auch kämpft gegen uns, gegen unseren Lauf. Und diese Kraft, Geschwister, schöpfen wir im Gebet. Jesus sagt zu den Jüngern, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Und gerade in dem Laufen, in dem Jagen kommen Anfechtungen, Versuchungen. Und manches kommt ja, und gerade da müssen wir die Kraft schöpfen durch Gebet. Und nicht jedem Mensch geht der Lauf so schwer, Geschwister. Nicht jedem. Mancher ist von manchem verschont, der andere ist vielleicht mehr ausgesetzt, Versuchungen, Leiden, Schwierigkeiten im Leben, ja. Manche Lebensverhältnisse sind anders bei uns, manche Familienverhältnisse sind anders. Und da sorgt Gott, Geschwister, in all den Dingen, in all den Umständen gibt Gott Kraft. Die müssen wir nehmen, im Gebet erreichen. Und darum soll Gott uns helfen, dass wir still sind, die Gemeinschaft suchen mit Gott, und von ihm erbeten diese Kraft. Was noch dazu kommt, was wir brauchen, auf nebensächliche Dinge nicht achten. Ja. Oft ist das so, es sind manche Kleinigkeiten und wir machen sie so groß uns. Und schauen da, heute, wie wir in der Zeit stehen, was um uns geht herum, in der ganzen Welt, in Europa, im Land. Manches kommt, was uns das Leben schwer macht und wir schauen auf das. Und es macht eine Einwirkung, einen Einfluss, wenn wir nicht wachen, ja, und zieht unseren Lauf zurück. Er wird langsamer. Es wird nicht mal ein Jagen sein, so ein langes, laues Laufen. Und das, Geschwister, ist eine Lauheit. In der Offenbarung sagt es, sollst du kalt oder warm sein, aber nicht lau. Eine Lauheit ist eine Trägheit. Und da, wenn die nebensächlichen Dinge uns groß werden, dann werden wir den Lauf langsamer machen. Und das soll nicht sein. Gerade die Dinge lenken uns ab von dem Ziel und wir sollen das im Auge behalten. Ja. Und damit Gott bewahre, Geschwister, dass wir nachjagen und das Nachjagen wird belohnt. Keiner wird unbelohnt, Geschwister, wenn er zum Ziel kommt. Niemals nicht. Jesus sagt von dem Gleichnis, ey du Getreuer und Knecht, geh ein zu meiner Freude. Geh ein. Du hast erreicht, du hast gekämpft, du bist gelaufen. Geh ein zu der Freude. Und welcher Moment ist es, Geschwister, im Leben, wenn Jesus einlädt, komm, mein Freund. Du hast ausgekämpft, du bist gejagt, du hast gelaufen. Du hast nicht geschaut auf Menschen, sondern du hast auf all das geschaut, was ich dir ins Ziel gestellt habe. Und vor allem, Geschwister, man soll nicht schauen auf die andere. Und das ist die Not heute für uns als Kinder Gottes. Oft schauen wir auf die andere. Auf andere Ortsgemeinde vielleicht. Das ist vielleicht so, da ist so, anders ist so. Ich muss auf mich schauen, Geschwister. Jesus sagt zu Petrus, folge du mir nach. Ja. Was dieser soll oder tun soll, das geht dich nicht an, ja. Ich will, dass du mir folgst. Und wenn du mir folgst und nachjagst, dann erreichst du das Ziel. Wenn du schaust auf den anderen und dich vergleichst, dann erreichst du das Ziel nicht. Und damit, Gott, Herr, natürlich, Geschwister, das Gute, was wir sehen, das sollen wir aufnehmen. Ja. Und oft ist es so, man schaut auf andere und denkt, ich bin nicht
schlechter als er. Mein Neffe hat mal so gesagt, er war in der Schule schlecht, hat die Mutter meiner Schwester ihn gewarnt. Guck mal so, er sagt, ich bin nicht der Schlechte, die andere ist schlechter wie ich. Die ist noch schlechter, ich bin nicht so. Ich bin schon was. Und so schaut man, Geschwister, aber so soll es nicht sein. Sondern wir sollen einfach gehen und jagen und Gott bitten um Beistand, um Hilfe, allem dem jagen, Geschwister, ja. Und Gott wird helfen. Am Ende seines Lebens sagt Paulus, ja, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich bin gelaufen, ich sage es mit meinen Worten, in 2. Timotheus 4. Ich bin gelaufen, ja. Ich habe gekämpft. Ich habe alles angewendet im Leben. Ich bin nicht müde geworden, ja. Ich habe gejagt. Ich habe mich aufgeopfert. Ich habe alles angewendet, dass ich das Ziel erreiche. Ich habe einen Kampf gekämpft, welcher schwer war, welcher mir zugesetzt hat, ja. Aber ich habe gekämpft, den rechten Kampf. Ich habe alles Mögliche getan. Ich habe alles vergessen, ja. Ich bin gelaufen und gejagt. Und am Ende sagt er, erwartet mich die Krone. Und Geschwister, jeder von uns will doch die Krone erreichen. Jeder von uns läuft durch einen Weg. Und jeder von uns hat etwas zu tragen, hat mit etwas zu kämpfen. Und wie, Geschwister? Einer weniger, der andere weniger, der andere mehr, ja. Und für jeden sorgt Gott, Geschwister, ja. Gott schaut nicht auf eine Person oder Gott schaut nicht, du kannst jetzt mehr oder der andere weniger, ja. Gott gibt so viel, wie wir ertragen können. Und damit Gott helfe, ja. Bei seinem Abschied sagt Apostel Paulus, wo er gesammelt hat, die Älteste von Ephesus in Apostelgeschichte 20, sagt Paulus ein Gedanke, Apostelgeschichte 20, Vers 24 und 25, Apostelgeschichte 20, ab 24. Aber ich achte der keines, ich halte mein Leben auch nicht selbst teuer, auf das ich vollende meinen Lauf mit Freuden und das Amt, das ich empfangen habe von dem Herrn Jesus, zu bezeugen, das Evangelium von der Gnade Gottes, ja, das möchte ich auch vollenden. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Leben, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, alle die bei welchen ich durchgekommen bin und gepredigt habe das Reich Gottes. Er hat gewusst, sein Leben ist jetzt am Ende und er möchte doch das mit Freuden erdulden. Er möchte jetzt nicht einfach den Lauf unterbrechen und sagen, so, bald bin ich jetzt am Ende, jetzt reicht's. Sagt er, ich will mein Leben mit Freuden den Lauf vollenden und das Amt. Ja. Wir haben betrachtet am Mittwoch Epheserbrief und da habe ich bereitet das Amt. Ja. Und das Amt hat ihm Gott gestellt und er will das vollenden. Er will es bis zum Ende tragen, weil Jesus fragte ihn, ich habe dir einen Auftrag gegeben. Ja. Und den Auftrag musst du erfüllen. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Paulus hat das nicht gewusst. Aber jetzt weiß er ja, ich habe das anbekommen. Es muss sich vollenden, auch mit Freuden. Und darum sagt er, ich weiß, ja, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet, aber ich weiß, dass ich zum Ziel kommen muss. Und darum gehe ich und jage ich. Und darum, Geschwister, Gott möchte helfen, dass wir den Kampf aufnehmen oder den Lauf aufnehmen. Wir haben aufgenommen, sich zu Gott bekehrt, ja, wiedergeboren, neues Leben hat Gott geschenkt. Jetzt haben wir das aufgenommen und jetzt gehen wir. Ja. Wer will von uns zurückbleiben? Niemand, ja. Jeder will erreichen das. Und darum den Kampf aufgenommen, sondern wir gehen. Das Kleinod ist gewiss bereitet. Gott hat es bereitet, jeder dem, der wo zum Ziel kommt, nicht der, wo zurückbleibt, ja. Und eins sollen wir beachten, Geschwister, in dem Jagen nach dem Kleinod muss man auf manches verzichten. Und das geht uns schwer. Ich verbunde mit Opfer, ja, manches aufgeben, manches einfach dahinwerfen, ja. Es stört mich. Es ist ein Hindernis mir im Leben, ja. So wie die, wo in Laufen in der Laufbahn, die Sportler, ja,
sie ziehen sich ganz leicht an. Kleider anziehen, wo den Wind nicht Widerstand sind. Ja. Alles weg. Sie laufen, so auch wir Geschwister. Ja. Mancher stört mich, den anderen stört es nicht. Ja. Was mich stört, stört mich. Was dich stört, stört dich. Ja. Und von allem ist mir los sein. Und es fällt mir manchmal schwer weg uns. Ja. Denk mal, wo wir ausgereist sind aus Russland und Kasachstan. Ja. War es schwer, manches verlassen. Ja. Mancher Mensch hat gelitten unter dem. Ja. Aber nicht alle. Bruder Sonnenberg hat bezeugt, wo sie ausgewandert sind aus Deutschland, damals nach Kanada. Und dann sind sie, sagt, auf das Schiff von Hamburg. Und dann sagt er so, das vergessen wir. Wir waren da, das war unser Leben, jetzt ist das unser Ziel. Jetzt gehen wir da. Wenn wir das nicht vergessen und denken, dann geht es uns wie dem Volk Israel unterwegs. Ja. Das Volk Israel hat auch nicht alles vergessen und gedacht an das. Ja. Und das war eine Plage für sie. Und wie viele haben das Ziel nicht erreicht? Viele. Natürlich sagt Paulus, er erinnert an Gedächtnis, denke daran. Aber hier sagt er, ich vergesse. Ist kein Widerspruch. An etwas sollen wir denken, aber etwas sollen wir vergessen. Ja. Das ist so, Geschwister. Und Gott möchte helfen uns, dass wir einfach dahin kommen, dass wir Gott dienen, Geschwister, und laufen. Ein Bibelstelle noch aus Epheser 3. Epheser 3. Ab Vers 13. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet, um meiner Triebsale willen, die ich für euch leide. Epheser 3, ab Vers 13. Die ich für euch leide, welche euch eine Ehre sind. Derhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, der rechte Vater ist über alles, dass ihr, dass da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euer Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werde. Er sagt, dass er euch Kraft gebe. Und diese Kraft, Geschwister, brauchst du, brauche ich, liebe Seele. Und durch diese Kraft gehen wir diesen schmalen Weg und laufen, Geschwister, durch manche Nähte und Hindernisse, aber wir werden nicht müde. Der Prophet sagt, er gibt den Müden Kraft genug und den Unvermögenden. Er gibt genug den Müden Kraft, Jesaja 41, glaube ich, ja, genug. Und dann sagt er, die Knaben, sie werden müde. Das ist so, Kinder werden müde. Die Jünglinge fallen, man hat viel baut auf sich, aber ein Jüngling hat mehr Erfahrung, wenig Erfahrung, er fällt. Aber die auf den Herrn harren, denen gibt er neue Kraft. Und welche Geschwister, dass sie mit Flügel auffahren, wie ein Adler. Und ein Adler geht über die Wolke, er geht über alle Hindernisse, was sind, hinweg, über Stürme, nach oben, wo alles oberruhig ist. Und so, Geschwister, gibt Gott jedem Kind Gottes Kraft, dass er auffahren kann mit Flügel wie ein Adler und durch dieses Leben gehen, in der Laufbahn bleiben, das Ziel nicht aus dem Auge behalten und es erhalten. Gott, ich wünsche uns, Geschwister, dass wir diese Laufbahn oder diesen Lebenslauf gehen und nicht zurückschauen, nicht schauen auf Menschen, nicht schauen auf anderen, wo das nicht erreicht hat oder aufgegeben hat, sondern ich will es erreichen. Ich will bleiben. Und Gott segne sein Wort, Gott segne uns und helfe uns. Amen. Ich will im Heiland auch danken für das Vorrecht, dass ich sein Kind sein darf. Er hat sein Blut vergossen, wegen meiner Sünde. Ich danke ihm von ganzem Herzen. Ich danke ihm auch für jeden Tag, wo er mich beschützt und bewahrt. Auch die Kinder geschenkt hat uns mit geraden Gliedern, Weisheit und Verstand, ihnen täglich beistoßt. Ich danke auch für den Papa, der hat ihm fast 90 Jahre geschenkt, ist ihm jeden Tag beigestanden und hilft ihm auch jetzt. Ich danke mal für die Gesundheit, die er mir gibt. Ich bin die große Untersuchung durch und bei mir ist nichts verändert, ist alles, wie es war. Und für das will ich ihm von ganzem Herzen danken. Ihm sei Lob und Ehre. Amen.
Ich danke ihm heilend für alles. Ich danke ihm für das Wort, was wir heute auch gehört. Und Geschwister, eins, nicht eins, sagen wir, wo der Heilende, wo der Petrus hat gefragt, was soll dieser tun? Und was können wir sagen? Ja, wir, ich bin doch gut. Und dann sagt er, schau du auf mich. Ach, wie geht's dort ganz genau? Schau du auf, nicht auf mich und sagen wir so, lass die anderen alle, wer sind. Ich bin dankbar euch, Geschwister, alle, dass ihr auch gebetet habt für mich. Das ist nicht meine Sache, dass mir jetzt viel besser geht. Das hat Gott getan, weil für das war auch viel gebetet. Und mir geht es jetzt wirklich viel besser. Ich habe keine Schmerzen mehr. Die sind weg. Nun ja, das alles, das bleibt noch. Aber die Schmerzen und Sachen, was ich bei Nacht manchmal geschrieben habe, das ist alles weg. Ich danke ihm heilend, weil der hat mir geholfen. Weil man auch betet hat für das. Und euch, Geschwister, auch nochmal. Ich kann nicht ohne Tränen sagen, für die Hilfe, was Gott für mich hat getan. Danke ich ihm für alles. Und auch so zu Hause ist, sage ich mal, ich auch irgendwie eine andere Atmosphäre. Etwas habe ich auch gelernt vom Krankenhaus oder so. Geschwister, wenn man so sieht, alles einzig. Niemand hat kein Verlangen. Ein Mensch hat gesagt, ich war so und auch aufgeregt, weil wir ihn von der Schwester dort müssen haben und der andere hat gesagt, nein, lass und verlasse das und alles und ich bin fort. Ich bin hingesessen, dann ist er am Ausgang. Na ja, wie ist der Mensch? Ja, wenn so ist, ich gehe heim. Was will ich, wenn sie nicht gucken wollen? Und was mir war, so sagt die am Ausgang dort, eine türkische Frau. Und ich habe gesagt, ich gehe heim, ich rufe an. Und soll ich mich abholen, ich will nicht hierbleiben. Die hat dann gefragt, was ist so. Dann hat er zu mir gesagt, wissen Sie was, eine türkische Frau. Vertraue auf Gott. Eine türkische Frau, wo man denkt niemals. Und die hat, mit seinem sagt, vertraue auf Gott. Ich bin fort auf der Stuhl hingesessen. Und bin gesessen. Und wisst ihr, wie gesessen war? Beschämt. Beschämt. Ich sage das ehrlich, was ich vorher gesagt habe. Beschämt. Nun ja. Dann hat sie angerufen heim zu uns und mit der Emma gesprochen. Und er hat gesagt, die hat gesagt zu mir, geh und beruhige dich und schlafe durch und alles wird gut. Geschwister, sowas. Ich habe das erste Mal gehört, wenn ein türkischer Mensch wäre, sagt, vertraue auf Gott. Ich bin dankbar im Heiland für das Vertraue auf Gott, das bringt alles. Das bringt alles. Und ich habe den Wunsch mehr gekriegt, dass wir mehr, ich weiß nicht wie, aber ich sage es eines, dass wir mehr beten für die Kinder alle. Ich habe auch genug zu Hause, wo sind. Und wo früher sind auch Gläser und alles in mir gemacht.
aber dann sind die krumme Wege rausgekommen, Kinder sind anders und fort und sind so, die wissen auch alles, was ist, aber der Mut reicht nicht zum. Oder sind älter, oder sind Urelter. Aber ich hoffe, was ist, ich hoffe, dass unsere Kinder, besonders die anderen Kinder, wir sind immer miteinander gehen, dass die sind unsere Kinder alle irgendwie so wie alles leer. Aber das ist nichts. So flehe und bitte. Und jetzt sage ich es auch so, vertraut auf Gott. Gott macht es. Und wenn die Gottes Sache ist, dann ist die richtige Sache, was er macht. Ich danke nochmal, besonders auch für das Wort, was ich heute habe gehört. Alles ist doch so, wie man sagt, ich denke, wir kennen alle die Bibel. Was ist und warum und so. Und heute haben wir nochmal gehört, die Warnungen, was auch sind. Und mit dem Bahn höre ich jetzt nur von früher, vom Anfang, wo wir hierher sind gekommen, war eine Predigt von der Bahn. Und noch was dort ist gesagt worden, wenn du auf der Bahn, wenn der läuft, der darf keinen Blick auf den anderen gucken, nur vorwärts. Und das ist doch auch, dass wir vorwärts kommen. Und doch würde ich sagen, ich habe auch vor, nochmal beten und nochmal beten für die Kinder. Weiter kann. Und im Herr sei der Dank für alles. Im Herr sei der Dank für alles. Er hat auch alles gemacht. Der hat mir auch so weit die Beine wieder, dass ich ohne Schmerzen, bis jetzt, ich will nicht sagen, was kommt, aber ich bin die Tag, was sind, und jetzt auch ohne Schmerzen, Geschwister. Und wer Schmerzen immer leidet, fragt er, Bruder, wer immer Schmerzen leidet, ich meine der Anselmut, der sagt, ja, das ist. Ich danke euch auch alle. Amen. Ich bin heute Morgen auch dankbar im Heiland, dass er es mir möglich gemacht hat, hier zu sein. Und vor allem bin ich so dankbar für den Gedanken heute, ja? Was uns erwartet, wenn wir recht laufen. Und ja, ich musste denken, es ist nicht so einfach in den Himmel reinlaufen. Es kostet den Kampf. Und so wie so ein Läufer sich anstrengen muss, so müssen wir uns auch anstrengen. Und ja, der Herr möchte uns alle verhelfen, dass wir diesmal ja, die Krone erreichen und bei ihm ewig sein dürfen. Ich bin ihm auch ganz besonders dankbar, dass er mir hilft jeden Tag und dass ich den Weg nicht alleine gehen muss. Dass er hat es verheißen, so wie in Jesaja, ja, hat Gott gesagt, ja, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und das ist so ein Trost, dass er in allem, was uns in unserem Leben begegnet, dass er will mit uns gehen. Und wenn wir nicht mehr die Kraft haben oder manchmal der Mut sinkt, dann hat er trotzdem versprochen, er wird uns durchtragen. Und ich bin ja ihm so dankbar, dass Gott stärker ist als mein Problem, dass er für jeden Mensch hat seinen Weg. Und er lässt uns nicht im Stich, dass ich ihm alles anvertrauen darf. Ja. Und was ich noch erfahren habe, schon öfters jetzt, dass wenn der Feind auch will einem den Mut oder schwere Gedanken bringen oder auch Zweifel, dass wir einfach
über Gott nachdenken, über alles, was er verheißen hat. Und das vertreibt dann die Sorgen und stärkt und gibt einem wieder den Mut. Ich bin so dankbar, dass ja, ich sein Kind sein darf. Und ja, ich denke mal, wenn man das ganze Leben gesund ist, dann schätzt man das auch nicht so. Und vor allem in der Krankheit erfährt man erst, was Gott für einen ist und was wir in ihm haben und dass wir uns freuen können auf diese Krone, was uns erwartet. Ich bin ihm von ganzem Herzen dankbar. Amen. Der Lebenslauf eines Christen. Es wurde uns auch gezeigt, wie wichtig vor Gott ist der Lebenslauf, unser Lebenslauf. Dass Gott schaut auf unseren Lebenslauf. Ich denke an die Zeit, als ich noch gearbeitet habe. Man hat immer Bewerbungen bekommen. Das Erste, was ich dann geschaut habe, meistens habe ich die zuerst bekommen, das Bild, der Name und dann den Lebenslauf. Das hat man angeschaut. Wenn er gut gewesen ist oder so gut genug, dann hat der Mensch eine Einladung bekommen. Wenn nicht, dann hat man so ein Zeichen gesetzt. Dann wusste man, das ist eine Absage, ja, der Lebenslauf. Und die Bibel hat manche Beispiele vom Lebenslauf, zum Beispiel Lebenslauf Moses, Lebenslauf des Propheten Samuel, vom Kind auf, ja, oder will Elia haben gehört, aber Geschwister, Lebenslauf Jesu. Wie ging er? Und der Lebenslauf Apostel Paulus und uns, ich habe gedacht, wie die, alle die Lebensläufe, man kann die anderen noch vielen dazu nehmen, wie sie immer auf ein Ziel ausgerichtet waren, wie sie auf der Bahn geblieben sind und auch, dass sie nicht auf einer ebenen, glatten Bahn gegangen sind. Ja? Wenn ihr jetzt hättet die Beispiele so auf einer Ebene ja, gewesen wäre, dann hätte mir auf das geschaut und bin gesagt, Herr, warum bei mir so und bei Ihnen ging es ja glatt? Und wir haben gehört viel von dem Lebenslauf des Apostel Paulus, von dem, welchen wir nur lernen können. Ja? Und mir scheint es so, als Paulus schon am Ende der Lebensbahn gewesen, dass er hat, so wie er gesprochen hatte, scheint es, als er fast die Krone schon gesehen hatte, die der Herr ihm schon bereitet. Und er spricht von dem vorgesteckten Ziel. Ja? Und so Timotheus sagte er auch, er hat wieder so gebündelt seinen Lebenslauf und sagt er in 2. Timotheus 3, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Streben, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die in Antioche, Ikonien und Lister erlebt habe. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Der Lebenslauf war, des Apostel Paulus war in, er sagt, meiner Lehre, in der reiner Lehre, reinem Lebenswandel. Sein Streben war, bleiben auf dem, wenn er den anderen gesagt hat, bleibet auf dieser Bahn, ja, und jaget dem nach. Dann war sein Streben meinem Glauben. Wisst ihr, ich habe gedacht vorhin, ist das heute so in meinem Leben, in unserem Leben? Und ich habe so gedacht, was hat bewegt den Apostel Paulus so zu jagen? Ja? Wir haben gehört, jagen nach dem Ziel. Was hat ihn so bewegt? Geschwister, das war dieses Feuer im Herzen. Interessantes Feuer hatte er, bevor er schon Christus ihm begegnete, hatte das Feuer, er eiferte für Gott. Und dieses Feuer blieb ihm erhalten. Jesus sah, dieser wird jagen nach dem Ziel und dieser wird vielen zur Seligkeit, viele zur Seligkeit führen. Deswegen ist es wichtig, mein und dein Lebenslauf der Erde. Es ist ein Ziel, Geschwister, es ist ein Ziel für uns alle gesetzt. Der Herr möge geben, dass wir dieses Ziel erreichen.